Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst, in diesem Jahr in einer etwas anderen Form. Mit vertrauten Liedern und vertrauten Texten von den unterschiedlichen Orten unserer großen Kirchgemeinde und ökumenisch, gemeinsam mit der katholischen Gemeinde. Wo auch immer Sie sind, wie auch immer es Ihnen gerade geht, frohe Weihnachten. In der Kirche brennen am Altar die Kerzen und vielleicht tut es Ihnen auch gut, eine Kerze hinzustellen und anzuzünden, dann machen Sie doch kurz Pause. Wo auch immer Sie sind, wer auch immer es Ihnen gerade geht, Gott ist da. Darum beten wir, hier in der Kirche und an ganz vielen anderen Orten. Gott, wir feiern Weihnachten. Du weißt, was uns gerade bewegt, wie es uns geht. Du weißt, worüber wir uns freuen, was uns Sorgen bereitet, worüber wir uns Gedanken machen. Du bist da. Segne du uns an diesem Weihnachtsfest. Zieh du in unseren Herzen ein. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja 11, 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Worte des ewigen Lebens. Dank sei Gott. Warum müssen wir uns denn diese Ausstellung anschauen? Das Krippenspiel habe ich doch an Weihnachten schon so oft in der Kirche gesehen. Und Lukas 2 kenne ich auch schon fast auswendig. Jetzt meckere doch nicht immer so rum. Ich war doch letztes Wochenende auch mit dir shoppen. Ich habe sowas noch nie gesehen und außerdem interessiert mich das. Okay, aber können wir uns wenigstens beeilen? Ja, machen wir schon. Schau mal, da vorne ist doch schon die Szene mit, wo Josef und Maria ein Wirtshaus suchen, aber keinen Platz mehr finden. Ja, ich gehe mal kurz auf Toilette. Mir drückt schon die Blase, seit wir hier reingekommen sind. Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, nach Bethlehem zu kommen. Ich meine, wir hätten auch einfach zu Hause bleiben können, das wäre sicher keinem aufgefallen. Die haben doch eh alle mit sich zu tun. Nein, wie oft denn noch? Das wäre nichts geworden. Du hast zwar vielleicht recht, es wäre bestimmt keinem aufgefallen, aber ein Kind unter ständiger Angst zu gebären, dass man gleich ins Gefängnis gesteckt wird, macht die Sache nicht einfacher. Hier haben wir gar noch nicht einmal eine ordentliche Unterkunft. Bis jetzt wäre zu Hause ein besserer Ort. Ich frage mal, ob die dort ein Zimmer frei haben. Okay, beeil dich bitte. Wahrscheinlich hat er recht. Zu Hause wäre es sicher einfacher gewesen. Ich hoffe bloß, dass wir nicht auf der Straße schlafen müssen. Ja, ich komme ja schon. Schönen guten Tag. Für wie viele Personen? Zwei. Wir möchten aber keinen Tisch. Hätten Sie vielleicht noch ein Zimmer frei für mich und meine Frau? Nein, tut mir leid. Normalerweise könnte ich Ihnen dann noch andere Wirtshäuser empfehlen. Aber die sind auch leider alle voll. Okay, schade, aber trotzdem danke für Ihre Hilfe. Oh, Sie sind ja schwanger. Naja, das ist etwas anderes. Ich habe noch einen Stall, nicht gerade ein Zimmer, aber wenigstens ein Dach über dem Kopf. Bis jetzt wurde der aber leider immer abgelehnt. Was sagst du, Maria? Sollen wir das annehmen, was wir bekommen, oder sollen wir weitersuchen? Ich bin völlig fertig. Ich würde mich nur gerne ausruhen. Da ist mir der Komfort gerade völlig egal. Also ja, der Stall ist es. Okay, dann bitte mir folgen. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Thank you.
gerade etwas Unglaubliches passiert. Die Szene mit dem Wirtshaus hat sich einfach bewegt. Du musst es jetzt nicht spannender machen, als es war. Nein, wirklich. Ach, du glaubst mir aber eh nicht. Aber weißt du, was mir noch nie aufgefallen ist? Josef und Maria hätten doch einfach zu Hause bleiben können. Das wäre niemandem aufgefallen. Eine Ausrede mit der schwangeren Maria hatten sie auf jeden Fall. Nein, ich glaube, die hatten zu viel Angst vor den Römern. Die waren da nicht zimperlich im Umgang mit Leuten, die gegen ihre Regeln verstoßen haben. Komm, lass uns weiterschauen. Nach den Hirten kommen die Weisen. Eine Frage habe ich aber noch. Wenn sie alle in ihre Heimatorte sollten, dann doch auch die Weisen. Warum die denn nicht? Die Weisen kommen aus dem Morgenland, also irgendwo Asien. Logisch, dass die da nicht zu ihrem Heimatort zurück mussten. Aber wie haben die sich denn ausgewiesen? Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatte, wie denn zu ihnen gesagt war. Genau, und deswegen kamen die Hirten erst ein paar Tage später in den Stall. Schau mal, da vorne ist doch schon der Stall. Das waren aber nette Hirten. Und die Milch schmeckt köstlich. Und die Felle sind auch wertvoll für uns. Hey ihr beiden, kommt doch herein, dann könnt ihr euch das Kind auch von nahen anschauen. Wie ist das möglich? Ich hab's doch gesagt. Ja, gerne, aber wir haben leider keine Geschenke, so wie die Hirten.
Das ist nicht schlimm. Wir sind doch auch nur hier durch die Güte des Wirts. Aber ich kann euch sagen, dass dieses Kind ein ganz besonderes ist. Dankeschön. Na kommt, setzt euch und lasst uns die Geburt dieses außergewöhnlichen Kindes feiern. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, es gibt eine Sache, die gehört für mich zu jedem Weihnachtsfest dazu. Entweder im Altarraum oder unter dem Weihnachtsbaum. Ich finde, das gehört selbst auf eine Pyramide oder auf einen Schwibbogen drauf. Ich rede von der Krippe. Die steht bei uns hier unter dem Weihnachtsbaum. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall. Ich weiß nicht, was für Sie zu einem Weihnachtsfest so dazugehört. Ich habe diese Frage mal im Seniorenkreis gestellt und da kamen eben auch ganz viele Erinnerungen an die eigene Kindheit. Deshalb gilt diese Aufforderung besonders an Kinder, ihr Kinderlein, kommet. Und da habe ich gehört und glänzende Augen gesehen und habe diese Erinnerungen vor mir gesehen von meterhohen Schneebergen, von glänzenden Weihnachtsstuben, die festlich geschmückt waren. Ich habe gehört aus einer Zeit, wo eine Orange ein großer Schatz war und auch da kam sie vor, die Krippe. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall. Ich glaube, dass diese Aufforderung aber nicht nur den Kindern gilt. Zum Weihnachtsfest, da waren ja Josef und Maria nicht alleine. Da kamen noch andere hinzu. Die Hirten, die Engel, später auch die Weisen. Kommt und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Bei der Krippe, da sind alle willkommen. Ganz unterschiedliche Personen kommen in der Weihnachtsgeschichte vor und ganz unterschiedliche Personen sammeln sich um die Krippen. An der Krippe ist jeder willkommen. Egal, wo sie steht, ob in der Kirche, ob auf dem Marktplatz, ob im Pflegeheim oder eben unterm Tannenbaum. In Hinterhermsdorf, da gibt es eine ganz besondere Krippe aus dem Obelinhaus. Da sind die Figuren aus Ton vorgeformt, aber die Details, die sind einzeln und ganz individuell gemacht. Die Haare, die Gesichtszüge, die Hände. Und ganz andächtig stehen diese Figuren da. Und das ist etwas, was ich auch bei anderen Krippen schon entdeckt habe. Wenn man da genau hinschaut, da erzählen diese Figuren eine ganz eigene Geschichte. Und vielleicht entdeckt man sich selber auch wieder in der einen oder anderen Position oder Haltung, vielleicht etwas weiter weg oder näher dran. Oder wie die Hirten, oh, beugt wie die Hirten, anbeten die Knie. Die Hirten, die knien an der Krippe. Sie sind gekommen und sind ganz fasziniert von diesem Kind. Ehrfürchtig staunen sie dort und beugen ihre Knie, knien sich nieder. Ich glaube, diese Geste, die steht für etwas ganz Großes. Dass sich nämlich etwas, jemand Großes, klein macht. Dass man herunterkommt von seinem hohen Ross, von seinem Anspruch, die Welt zu erklären und zu verstehen und
dass man das wird, was man eigentlich ist. Ein Staubkorn in dem riesigen Universum, aber trotzdem etwas Besonderes. Trotzdem eben ein Teil dieser wunderbaren und wertvollen Szene. Ein letztes möchte ich zur Krippe noch erzählen. Die Krippe, dieser Futtertrog, ist aus dem gleichen Material wie das Kreuz. Kreuz und Krippe gehören zusammen. Das süße kleine Jesuskind, das ist der Mann am Kreuz. Jesus erzählt von Nächstenliebe, von Vergebung, von Hoffnung, von Gerechtigkeit. Jens Spahn hat im Frühjahr gesagt, am Ende der Pandemie werden wir uns viel zu vergeben haben. Und ich glaube, genau dafür steht auch die Krippe. Dass das ein Ort ist, wo wir mit dem Schweren hinkommen können. Mit den Dingen, wo wir Vergebung brauchen, wo wir anderen vergeben müssen. Dort, wo Einsamkeit groß ist, dort, wo etwas schwer im Leben ist. Die Krippe, die steht für das Versprechen von Gott, dass er immer da ist. Dann, wenn das Leben harmonisch ist, wenn alles schön und friedlich ist, genauso wie in den schweren Momenten des Lebens. Die Engel, die fordern uns zum Jubel auf, stimmt in diesen Jubel mit ein, weil der Heiland der Welt erschienen ist. Genau dafür steht die Krippe. Für die Kindheitserinnerungen, für die Einladungen an alle, Teil dieser Szene zu werden und für dieses Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Beim Weihnachtsfest, da dreht sich alles um die Krippe, nicht um die Familienfeier, so schön sie sein mag, nicht einmal um Gottesdienste, so wichtig sie sind. Die Krippe, die steht ganz im Mittelpunkt. Ihr Kinderlein, kommet, das Lied, das fordert uns auf. Kommt, seht, beugt die Knie, stimmt ein. Es fordert uns auf, selber aktiv zu werden und die Weihnachtsfreude weiterzugeben. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie Sie das machen können. Vielleicht mit einem Foto von der Krippe, von Ihrer Krippe. Vielleicht mit einem Brief oder einem Anruf. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Die Hirten und die Engel sind zur Krippe gekommen. Und auch wir kommen zur Krippe, zum Christuskind, wenn wir beten. Du Christuskind, wir bitten dich auch für uns. Hilf uns, für Gerechtigkeit einzutreten, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt. Du Christkind, komme zu allen Kindern in der Welt, sei auch bei denen, für die Weihnachten keine Zeit der Harmonie und Freude ist, sei in den Familien, in allen Beziehungen. Du Christuskind, wir denken an alle, die in diesen Tagen arbeiten, in Krankenhäusern und Polizeistationen, in der Pflege und in der Versorgung. Segne sie an ihrem Dienst für unser Miteinander.
Christuskind, wir bitten dich. Erfülle uns mit diesem Weihnachtszauber. Gib uns Mut, Kraft und Kreativität, um die Weihnachtsbotschaft weiterzugeben. Dass nicht nur wir, sondern auch andere freudig in den Jubel der Engel mit einstimmen. Du, Christuskind, für dich war kein Platz in der Herberge. Wir bitten dich für die vielen, die auch in dieser Nacht keinen Raum finden, in dem sie bleiben können. Für Obdachlose, für Menschen auf der Flucht, für Einsame. Du, Christuskind, wir bitten dich für das Miteinander in deiner Kirche. Hilf uns, mit Spannungen umzugehen und das Verbindete zu suchen. Vergib uns, wo wir andere vergessen, wo wir anderen schaden. Du, Christuskind, du siehst das Leid dieser Welt. Menschen, die einsam leben, Menschen, die einsam sterben. Du kennst die Folgen von Gewalt und hast sie selbst getragen. Sei denen besonders nahe, die leiden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Weihnachtszeit unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Vielen Dank für alle Unterstützung für dieses Video vor und hinter der Kamera. Vielen Dank auch für das schöne Schmücken unserer Kirchen. Eine Bitte habe ich noch. Weihnachten, das heißt auch teilen und abgeben. Darum teilen Sie Zeit und Aufmerksamkeit mit denen, die es brauchen. Und wir bitten um Ihre Spende. Spenden Sie für Brot für die Welt. Sie können gerne einen Briefumschlag im Briefkasten im Pfarramt Sebnitz abgeben oder direkt überweisen. Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.